Jetzt am Wochenende haben wir ja noch häufiger sommerliche Temperaturen. In der neuen Woche wird das eher die Ausnahme sein. Bedeutet, eine leichte Talfahrt setzt ein. Wir haben eben häufig Temperaturen, die kühler sind und dazu auch noch teils kräftigen Regen. Also in einigen Regionen wird es sich nicht wirklich nach Sommer anfühlen. Wir haben ab Sonntag schon eine teils westliche Strömung und das bedeutet, da kommt nicht wirklich warme Sommerluft zu uns und dazu mit Tiefdruckgebieten eben immer wieder Regengebiete, teils auch stürmischer Wind. In der Nacht zu Sonntag sind jetzt im äußersten Südosten noch ein paar Gewitter unterwegs, lokal auch noch mit Unwetterpotenzial. Im Nordwesten insgesamt ein bisschen ruhiger, ja, und wirklich kühl wird es durch die ganzen Wolken nicht. Wir haben meist 17 bis 12 Grad. Der Sonntag dann auch ziemlich wechselhaft windig, besonders zum Nachmittag starke Windböen rund um die Nordsee. Hier im Nordwesten Schauer und Gewitter, ebenso auch noch im Südosten Richtung Oberrhein und auch zum Beispiel in Brandenburg. Da gibt es längere freundliche und trockene Phasen. Wir sehen es schon an den Temperaturen. Wir bleiben häufig unter der Sommermarke von 25 Grad, besonders im Westen und im Nordwesten. Abseits davon gibt es mal lokal noch 25 oder 26 Grad. Besonders nass wird dann der Montag hier im Norden. Da regnet es quasi den ganzen Tag, mitunter kräftig. Und in diesen Regengebieten bleiben wir dann auch unter der 20-Grad-Marke. Dazu die ein oder andere stürmische Windböe. Im Süden dagegen noch mal viel Sonnenschein und hier auch noch mal sommerliche 25 bis 27 Grad. Aber auch zum Dienstag ist es dann im Süden nasser, kühler. Bei maximal 24 Grad ist Schluss.